I took aus, ich nahm die Access-Karte. Irgendeine Karte haben wir rausgeholt. Was mache ich jetzt mit der? Kann ich in Inventory? Nee. Eine Karte, was mache ich mit der Karte? Schleicht was durch den Busch. Ah, das vorhin sieht aus wie ein Clownskostüm. Ah. Wäre möglich, ja. So, jetzt muss ich mir auf Toilette. Das hat sich jetzt hiermit erledigt. Irgendeine Karte habe ich bekommen. Was habe ich jetzt geöffnet? Ah. Was? Moment. Ich kam von der Schule heim. Mom hatte schlechte Laune. Und weiter durfte ich nicht lesen. Dankeschön. Mehr ging nicht. Ghost Spectre. Amun auf dich. Danke für dein Abo, mein Freund. Oh, da oben im Fenster steht jemand und beobachtet uns. Nee. Ich geh schön hier lang. Lass die Finger von mir. Oh, die alte ist weg. Jetzt, wo ich sie genauer anleuchten wollte, ist sie weg. Das ist doch die Puppe aus Emily Wants to Play. Das muss die sein. Easter Egg. Fertig. Die war schon mal bei so einem Spiel. War das Spiel A von Emika Games? Muss ich später mal googeln, ey. Ah, der durfte man nie den Rücken zukrähen. Oder irgendwie sowas. Irgendwas war, das Spiel war richtig mies. Huch. Heute Nacht sind zwei Patienten aus einer psychiatrischen Klinik geflohen. Ein Mann und eine Frau. Sie geben sich als Ehepaar aus, gehen Vertrauen ein und können anderen schaden. Achten Sie darauf, nicht mit ihnen in Kontakt zu kommen. Rufen Sie bei Verdacht die örtliche Polizei. Aha. Egal, wie sehr du es versuchst. Sie können nicht zugeben, dass du ein ungewöhnliches Kind bist. Ich möchte, dass sie das verstehen. Warum hinderst du mich? Wie lange willst du es noch ertragen, im Keller eingesperrt zu sein? Wir brauchen Freiheit. Ich habe einen Plan, um sie loszuwerden. Lassen Sie mich das tun.
Oh, haben sie da einen armen kleinen Jungen im Keller eingesperrt? Ich muss raus! Mal gehen den Armen suchen. Mann, warum stellt man sich sowas ins Wohnzimmer? Ich mache das jetzt auch. Ich gehe jetzt in eine Kuriositätenladen und sag mal, ich will genau sowas. Irgendwas, wo mich richtig erschreckt nachts, wenn ich heimkomme. Ich will einen Herzinfarkt kriegen, wenn ich mein Haus betrete nachts. Was stellt man sich doch jetzt ins Wohnzimmer? Der Clown, ne? Das ist der Clown. Ketten, drei Schlösser. Jesus. Der Spiegel im Bad. Heb's doch auf. Wir nehmen den Hebel. Der Spiegel. Licht aus, die Kerze ist an. Blickt in den Spiegel und sagt dreimal ja oder nee. Ja oder nee. Und schon kriegt einer gescheuert. Da kommt Ghosty und scheuert da hin. Das ist ein Puzzle. Oh, ein Puzzleteil, geil. Sogar Scheißdreck was gefunden beim Kappes machen. Nope, sorry. Ja, bitte? Der muss raus. Ah, hier ist der Junge drin. Ah, hier sind wir reingekommen, ne? Das so war ja die... Was ist das für ein Geräusch? Was? Ey, gucken wir euch das Haus mal an. Wissen da noch? Wann haben wir das gespielt? Gucken euch das mal ganz genau an. Das war doch letzte Woche das Spiel, wo wir gespielt haben. Wo die Tochter hier gesitzt hat, gefrühstückt hat. Und hier haben wir Essen gemacht. Das ist doch 1:1 dieselbe Küche. Oder? Wissen wir noch? Ich muss davon einen Screenshot machen. Eins zu eins, die Tochter hat hier gesessen und wir haben hier Eier zubereitet oder irgendwas. Hier Frühstück. Es sind Eier in der Küche, tatsächlich. Oh, leck. Es ist exakt derselbe Raum. Da hat die Tochter gesitzt und gemalt. Anthology of 4 war es gewesen. Genau. Sehr geil. Also hat Anthology of 4 eigentlich den Raum benutzt, weil das Spiel ist ja neuer wie das Store-Spiel. Ist Anthology of 4 auch von Amica Games? Ne, ich glaube nicht, aber es ist... Die Ähnlichkeit kann kein Zufall sein. Ich würde nachher noch einmal in das Video reingucken. Ich habe einen Screenshot gemacht, wir gucken uns das gleich zusammen noch an. Oder wollen wir jetzt gucken? Das interessiert mich gerade zu heiß. Jetzt halt die Spannung raus, das machen wir nachher. Aber das ist 1:1 der Raum. Es sind ein Haufen Easter Eggs versteckt. So, jetzt brauchen wir eine Brechstange, eine Crowbar. Ich habe in den zweiten Flur nicht gecheckt. Haben wir das doch vorhin gelesen? Finde den Dietrich.
Sie hat den Schlüssel verloren. Oder versteckt. Hide, verloren? Verloren, ne? Er hat noch irgendwas vom zweiten Flur gelabert. Versteckt. Jetzt Emily zeigt uns hoch. Ah, wir können hier beiseite räumen. Ah, wir sind nur drüber geklettert, okay. Da ist ein Bolzenschneider. Ich nehme mal an, das ist der Dachboden, ne? Oh, ich kann auf C in den Kameramodus wechseln. Und dann kann ich unendlich Fotos machen oder nur eins. Es wäre nämlich schade, wenn ich jetzt ein Foto verschwenden würde. Oha. Oha. Kaufmart, vielen herzlichen Dank für deine 100 Bits, mein Guter. Dankeschön. Und Servus, herzlich willkommen und danke für deinen Lurk, mein Guter. Ich mache jetzt mal ein Foto hier von dieser seltsamen Nonnenstatue. Needs to shake. Shake, shake, shake. Boah, man, die Nonnenstatue fotografiert. Okay, wir können mehrere Fotos machen. Wir können nicht nur eins machen. Asche zu Asche sinkt sie. Oh. Das sieht fast aus, als wäre das dasselbe Haus manchmal. Ich muss nachher mir gucken, nach der Runde gucke mal in das Let's Play von letzten Woche rein. Ich habe es schon runtergeladen. Ist zwar noch nicht auf YouTube, aber mir gucken mal schnell rein, weil ich will das mit dem Raum abchecken nochmal. Mega, ich liebe es. Lauter Fotos auf dem Grab. Muss ich dann an derselben Stelle nochmal... Ah, ich kann das Foto mitnehmen. Muss mal dran denken, das andere Foto auch mitzunehmen. Uah. Nehmen wir mit. Ah, ich muss diese Fotos versuchen zu wiederholen. Ah, am Grab und an dem Balken unter. Dann erscheinen bestimmt die Gegenstände. Wenn mit Medieval und Dino sein zu mir. Kaufmann, alles in Ordnung. Dankeschön für deinen Lurk. Sehr schön. Na klar. Alles in Ordnung, mein Guter. Aber schön, dass du Hallo gesagt hast. Immer wieder gerne. Wir machen ja noch ein bisschen länger. Also, ich lese hier vor. Phil, mein Sohn, ich und Dad wollten dir so sehr helfen. Wir zogen in ein neues Haus in der Hoffnung, dass sich alles ändern würde. Aber das Böse hat dich besessen und wir wussten nicht, wie wir damit umgehen sollten. Schreckliche Dinge begannen zu passieren. Vögel und Tiere wurden getötet. Es war nicht deine Schuld. Du wurdest von einem Monster als Geisel gehalten. Ich wollte ihn loswerden. Oh, der guckt aber nicht mehr so freundlich. Hier kommen wir nicht drin. Dann versuchen wir mal die Fotos nachzustellen. Auf einem Grabstein und an einem Dachbalken. Aber wir können ja noch hier nach rechts. Phil? Ui. Oh, ein Brief. Meine Mutter hat mich geschlagen und mich in einem Raum eingesperrt. Nachdem sie Dad verlassen hatte... Nein. Hat sie mich schrecklich... Was heißt Treating? Nachdem sie Dad verlassen hatte, hat sie angefangen, mich schlecht zu behandeln. Oh, der Arme. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht.
behandelt. Dankeschön, Tim. Oh, jetzt ist sie weg. Ich hab's genau gewusst. Ich hasse das. Ich meine, besser als wenn sie da wäre, aber es ist trotzdem ekelhaft. Der Raum schickt mich so übel struff. Wir müssen nachher gucken. So, dann gehen wir mal gucken, ob wir den Dietrich finden. Oder den Bolzenschneider oder das Grab. Aber ich glaube, hier werden wir noch nichts finden. Hier kann man nicht weiter ohne den Bolzenschneider. Oh, die Geräusche hier im Wald. Richtig schlimm. Wir müssen Fotos schießen. Fotos, Fotos, Fotos. Kann ich ein Inventar? Kann ich irgendwie auf die Fotos wieder zurückgreifen? Nee, ne? Das war irgendwie an so einem Balken. Das hört sich an, als wenn jemand am Glas kratzen würde. Ich müsste wieder auf die Fotos schauen können, aber ich kann. Ich kann's nicht. Ich kletter doch mal nochmal nach oben. Irgendwas mit der Kamera versuchen einzufangen. Ich könnte zu dem Grab. Ich brauche. Warum kann der hier nicht rein? Ein Dachboden. Haben wir hier einen Dachboden? Nee. Oh, leck. Junge, du kommst in dein Schlafzimmer rein abends und das Erste, was du siehst, ist das. Oh, ekelhaft. Guck mal, da steht die Alt. Aber das ist vorne, ne? Eine Vorderhaustür. Ah, irgendwas hat sie doch versteckt. Den Dietrich, ne? Ach so, okay, ja, das war die Mutter, die dann ihrem Sohn einen Brief geschrieben hat. Hier kommt man nicht drin. Da ist noch ein Puzzleteil. Ah, fehlendes Puzzleteil. Haben wir jetzt zwei? Ich weiß nur noch nicht, wo wir die einsetzen können. Kann ich den Schrank öffnen? Nein. Ich glaube, hier oben ist sonst nichts mehr. Wir müssen jetzt entweder rausfinden, wo wir die Fotos schießen können. Oder die Puzzleteile einsetzen können. Ich versuche mal einfach mal hier passiert nichts. Versuchen wir mal hier noch ein Foto zu schießen. Passiert auch nichts. Das könnte man geiles fotografieren, dass was passiert. Ich fotografiere mal die Couch hier. Passiert nichts. Ah, hier sind noch Fotos. Ah, das sind die Fotos, die wir uns angeguckt haben. Die kann man jetzt hier wieder angucken. Ah, hier finden wir die Brechstange, wenn wir hier ein Foto machen, auf dem Grab. Tippe ich mal stark drauf. Und hier den Bolzenschneider. Das sieht aus wie so ein Dachboden. Dachbodengebälk. Und hier ist der Dietrich. Sehr schön.
Gut, dann versuchen wir mal die kleinen Schlösser hier aufzudietrischen, ob das geht. Oh ja, es geht. Oh, lass mal kalte Rücken runter, wenn ich an denen vorbeigehe. Yeses. Ulrik. Boah, guck mal, was uns so anguckt. Nochmal so eine. Das ist nochmal so eine Statue. Da sind irgendwie. Oh, ich habe mich verkrampft. Der doch war fies. Der war mies. Der hat den Jumpscare Hosen voll Alert voll verdient, der dort Jumpscare. Schön in die Hosen geknattert, aber ey. Ich habe mein Bestes gegeben, um meine Eltern. Ich habe mein Bestes getan, um meine Eltern in eine psychiatrische Klinik einweisen zu lassen, in der sie diagnostiziert wurden. Schizophrenie. Eine gefährliche Form, denn sie hätten ihrem Kind beinahe geschadet. Guckt euch das Bild an, guckt euch das Bild an. Da ist was hinter dem Posten und jetzt greift's gleich noch uns. Ich will nicht auf Take drücken. Ätzend. Wir nehmen dann mit, den Wolzenschneider. In Mother's Room is a chest. Okay. Was ist denn eine Chest? Eine Kiste. Chest ist eine Kiste. Danke, Simon. Ah! Geh weg! Oh, Mann, ist das laut! Gehen wir zuerst da oder gehen wir zuerst zur Kiste? Ja, da können wir auch noch lang. Komm, wir werfen hier noch einen Blick hin. Ich glaube, hier kommen wir nämlich hin. Zu ätzend, das hört sich an, als wenn das näher kommt.
Oh ja, der Friedhof. Jetzt können wir hier nämlich noch ein Foto machen. Das habe ich mir schon fast gedacht. Ich hatte Angst. Schluck auf. Das Schluck aus direkt aus, Schluck auf direkt aus der Hölle. Ja, bitte zoomen, bitte rausfinden, was übersetzt heißt. Nachdem meine Eltern, weggebracht wurden, landete ich in einem Waisenhaus. Dort fand ich Freunde und es scheint, dass ich glücklich wurde. Das Monster, das in mir lebte, beruhigte sich und tauchte nicht mehr auf. Ich wollte eine Familie finden, die mich so akzeptieren würde, wie ich wirklich bin. Eine Normalität. Geräuschkulisse hier, ich. Anstrengend. Richtig, meine Nerven sind wie so ein Strang gerade, so richtig angespannt. Sehr geil. Servus Samu, grüß dich. Indie Horror Sonntag. Wieder ein sehr schönes Indie Horror Games Spiel von der Emeka Games Studios. Indie Horror Games Handitruf. So, wir gehen jetzt in das Zimmer der Mutter. Mal gucken, ob wir was öffnen können mit dem Bolzenschneider. Grüß dich. Lähme Tricksratte, ich wollte gerade was sagen. Danke für die Bits. Oder unten steht die Alt. Wir suchen nach einer Kiste. Ist das die? Da sind zwei Schlösser dran, ja. Ah, das sind mir, der jetzt gerade gestöhnt hat. Ich habe schon gedacht, es wäre unser Kamerad hier. Dann ein Bild. Wir nehmen zuerst den Text, dann können wir den in Ruhe lesen. Ich übersetze, Moment. Wir kehrten in unser Haus zurück, aber andere lebten dort. Ich musste sie loswerden und mein Leben zurückgewinnen. Sie hatten ein Kind. Er sieht meinem Phil so ähnlich. Mit ihm können wir wieder von vorne anfangen. Kleiner Peter, wir sind deine neuen Mamas und Papas. Kleiner Peter, ah, das ist der Sohn. Der